Hallo. Mein Name ist Valentin Brose. Ich mache seit ca. 10 Jahren selbstständig Bonsai. Ich war 3,5 Jahre in Japan bei Kunio Kobayashi und habe da im Prinzip eine Ausbildung gemacht. Der Entschluss kam ca. 2007. Damals war ich als Gärtner tätig und mir hat es die gärtnerische Tätigkeit nichts mehr gegeben und ich hatte schon als Kind früher Bonsai gemacht und bin dann später wieder auf Bonsai gekommen und es hat mich so infiziert sozusagen, dass das hat mich nicht mehr losgelassen und da kam dann die Idee, einfach in Japan eine Ausbildung zu machen. Also die Absicht war schon, um wirklich eine Ausbildung zu machen. Wie lange dann, war noch offen. Also ich bin da mit einem Working Holiday Visum hin, also das ist ein einjähriges Visum. Und das war schon die Absicht, da eine Ausbildung zu machen, um das professionell zu lernen. Ja. Ja, also bei mir lief es ein bisschen unkonventionell, kann ich sagen. Die meisten Leute machen das über Bonsai Network Japan, über Nakamise-san. Und ich habe das damals einfach ganz direkt gemacht. Ich habe dem geschrieben. Ich habe lange gar nichts gehört. Mittlerweile verstehe ich auch warum, weil die haben so viel zu tun. Die sind immer beschäftigt, immer busy. Die haben gar keine Zeit, groß auf so Anfragen einzugehen. Und ich habe halt dann eines Tages eine E-Mail bekommen von dem Schwiegersohn von Kunio Kobayashi, der zufällig meine E-Mail gelesen hat. Und das war damals der Einzige, der Englisch konnte. Ja, der hat mir geschildert, dass, wie der Tagesablauf ist. Und dass ich am besten einen 3-Monats-Kurs machen sollte, weil die meisten Leute doch früher gehen, wie sie wollen, da es einfach vom kulturellen Ding her sehr anders ist. Das Essen, die Sprache, sehr viel Arbeit, ganz anders wie hier. Und also ich hatte im Prinzip keine Zusage, wie wenn man sich jetzt hier irgendwo in Europa bewirbt, wie man das von hier kennt. Es kam diese eine Mail und ich habe mich dann entschieden, ich fahre einfach hin. Stand da vor der Tür und dann habe ich diesen 3-Monats-Kurs gemacht, vorsichtshalber. Und dann habe ich mich nach den 3 Monaten entschieden, da eine Ausbildung zu machen, habe gefragt, ob es geht. Und ja, habe es angefangen. Da hattest du mir ja schon mal erzählt, dass die 3 Monate, wo du da warst, recht entspannt waren. Aber vom Tag an, wo du gesagt hast, so jetzt beginnt die Ausbildung, hat sich da doch einiges verändert. Ja, also da wird man schon quasi als Kunde noch ganz anders behandelt sozusagen. Und das war noch recht relaxed in der Zeit, wo ich dann quasi bezahlt habe für die 3 Monate. Und sobald ich dann Deshi wurde, also Auszubildender, dann wurde ich da automatisch in die Rangordnung eingestuft, also ganz unten. Und dann hieß es erstmal putzen, Tee kochen, Feuer machen am Morgen für heißes Wasser, assistieren und gießen. Ja. Also zu der Zeit, wo ich angefangen habe, im April 2008, waren noch 2 andere Schüler dabei, also Auszubildende. Das sind dann meine Senpais. Und ansonsten haben die halt noch 1-2 freiwillige ältere Leute, die da immer mithelfen. Ja. Das fing morgens an, ist man um 6 Uhr aufgestanden,
dann hieß es erstmal den Garten putzen. Die haben riesen Kiesflächen, so wie ich hier, aber im Großen nochmal. Und also bis 7 Uhr, da gab es dann Frühstück, hat man geputzt, Sachen vorbereitet, im Museum geputzt. Das war so das Erste. Dann gibt es Frühstück. Da wurde dann meistens gleichzeitig der Tagesablauf besprochen, was man macht. Ob man jetzt zu Kunden geht, ob man irgendein Event vorbereitet. Und ja, und dann hat man eben an den Bäumen gearbeitet. Oder da das ja ein Museum ist, wenn Kunden kamen. Ich war zum Beispiel zuständig für alles, was mit Englisch zu tun hat, weil ich damals der einzigste Englischsprachige war und habe dann auch Führungen gemacht im Museum. Ja, und dann über den Tag kann alles passieren, dass Kunden kommen, dass man an Bäumen arbeitet, gießt. Und dann gibt es Mittagessen. Das geht dann wird, arbeitet man weiter bis abends. Und meistens so 6 Uhr, 7 Uhr gibt es Abendessen. Und danach geht es im Normalfall weiter. Also ich hatte da so eine kleine Sammlung von eigenen Bäumen dort schon. Und also da kam ich dann immer nur so zwischen 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr nachts dran zum Arbeiten. Und ja, das war aber eine schöne Zeit, das habe ich genossen. Da hat man mehr Ruhe dann gehabt. Also die Arbeitszeiten waren dann, als ich Auszubildende war, also zwischen 12 und 15 Stunden war so der Durchschnitt. Und es gab Zeiten, Hochzeiten, da hat man wirklich 18 Stunden am Tag gearbeitet. Und du hast da nur einen Tag im Monat frei, kein Wochenende. Und also das ist ziemlich hart, hat meistens Schlafmangel und muss gucken, dass man dann sich überhaupt auf dem Level hält, muss wirklich lernen, sich einzuteilen, dass man das überhaupt packt. Ja. Das System ist so, dass der länger da ist, der zuerst da war, ist höher im Rang. Das hat mich auch von anfangs verwirrt, weil ich wusste so ein paar Sachen über den japanischen Alltag, dass die älteren Leute einfach respektvoller behandelt werden. Das kommt vom Konfuzianismus, dass der Ältere immer mehr respektiert wird. Aber in diesen handwerklichen Betrieben und zumindest speziell, wie ich es in Shunkaen mitgekriegt habe, ist es einfach so, dass der am längsten da ist, über dir steht. Und bei mir war es dann so, dass ich das erste Jahr war ich wirklich der Unterste. Und das, wie schon vorhin gesagt, das heißt dann, du machst wirklich die untersten Arbeiten, putzen, Tee servieren. Und da gibt es auch Sitzordnungen. Dann sitzt du wirklich ganz am Ende vom Tisch, musst immer die Sachen abtragen, musst das Essen holen. Und ja, und nach einem Jahr kam dann zum Glück ein neuer. Und dann war der unter mir, dann musste ich den einlernen. Und dann war ich schon ein Stück höher, aber das ist unabhängig, wie gut man ist. Es hängt einfach nur damit zusammen, wie lange jemand da ist. Ja. Ja, also diese Anfangszeit, das war ja April 2008, als ich da hinkam, da war gerade Kirschblütenzeit und alles hat geblüht, alles hat angefangen zu wachsen. Und ich habe damals immer gesagt, das ist die schönste Arbeitsstelle, wo ich je gearbeitet habe. Das war so schön. Abgesehen davon, was auch sehr schön war, als ich quasi die Ehre bekommen habe, an Kokufu-Preisgewinnern an den uralten Bäumen von Kobayashi arbeiten zu dürfen. Das war eine große Ehre, wo ich ihm heute noch dankbar bin, dass ich das durfte. Und das ist natürlich Wahnsinn, wenn man dazu dann Ende vom zweiten und dritten Lehrjahr an so Sachen arbeiten darf. Also schöne Momente, um das noch so auszuweiten. Dieser erste Eindruck, der ist natürlich da am
stärksten. Und gerade für mich fand ich, wenn man in die Tokonomas kam, habe ich mich so gefühlt wie in einer Kirche, so fast so eine heilige Stimmung. Wahnsinn einfach. Das ist unbeschreiblich. Ja. Ja, ich bin, also vor Corona war ich so alle 1 bis 2 Jahre, bin ich rübergeflogen. Und aktuell ist es nicht möglich, würde gern wieder rüber. Und ich habe auch ab und zu importiert und ja, und bin dann da, helfe auch mit. Und aber das ist zurzeit leider nicht mehr möglich. Ja. Ich hatte vor Japan ja im Prinzip 2 Jahre Bonsai gemacht und viele Sachen hatte ich im Feld. Als ich zurückkam, also es ist wirklich, kann man sagen, wie ich es auch von anderen Japan-Lehrlingen gehört habe, also Leuten, die eine Ausbildung in Japan gemacht haben, wenn man da so lange ist und zurückkommt ins eigene Land, da hat man quasi einen Kulturschock. Du kommst zurück, du bist halb zum Japaner geworden, weil du so einen starken Alltag hast und so reingehen musst, dass du da drin bist. Du kommst zurück und bist erstmal geschockt, wie laut die Bedienung ist oder wie unhöflich. Ja, das ist schon, also der Unterschied ist halt Wahnsinn, allein schon nach 3 Jahren. Also, ja, und dann hatte ich auf einmal viel mehr Ahnung von Bonsai im Vergleich zu davor und habe natürlich alles an meinen Bäumen geändert und versucht, die zu verbessern. Ja, also das ist sehr saisonbedingt. Ich mache ja im Frühjahr und im Herbst jeweils 3 Monate. Das sind die Zeiten, wo ich Workshops gebe, ca. 20 Workshops im Jahr. Das heißt, jedes Wochenende bin ich unterwegs, irgendwo in Europa, Deutschland, Frankreich, Österreich, Schweiz, wo ich dann Workshops gebe. Zwischendrin dann Kunden. Also die Zeiten sind immer sehr beschäftigt. Und dann Sommer über hier bin ich hier, schneiden, gießen, düngen. Ich würde schon eher sagen, eine Berufung. Also Bonsai ist für mich mein Leben. Das ist für mich alles. Ich gebe die meiste Zeit dafür. Und trotzdem, dass ich selbstständig bin, es erfüllt mich